Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euer Kurex und begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Direkt erstmal in der Begrüßung, direkt, keine Ahnung, wie oft jetzt schon versprochen. Ja gut, wie ihr schon im Titel lesen könnt, es geht um Fortnite. Zu dem Patch 5.0, auch bekannt Season 5. Und ja, Epic Games hat jetzt vor ungefähr 20 Minuten die Patch Notes rausgehauen. Und die wollte ich euch jetzt einmal ganz kurz präsentieren in diesem, keine Ahnung wie viel Minuten Video. Und ja, zu Beginn, es werden Allradkarren geben. Richtig krass. So wie in Ark. Der neue Allradkarren bietet Platz für ein ganzes Team, man bekommt einen Geschwindigkeitsschub nach jedem Drift und das Dach funktioniert wie eine Sprungfläche. Das klingt doch schon so richtig mega geil. Zudem wurde die Map aktualisiert. Die Map hat nun ein neues Biom und zwar die Wüste. Wie schon jetzt bestimmt schon einen Monat bekannt, das ja. Okay, konnte man sich wirklich schon denken, dass da wirklich eine Wüste kommt. Ja, dann gibt es zwei neue Orte. Und zwar Paradise Palms und Lazy Links. Es klingt jetzt schon... Boah, ich freue mich schon heftig auf Season 5. Überall auf der Karte gibt es außerdem einige neue, markante Orte ohne Namen. Das klingt mega. Was gibt es denn noch so? Ich habe das ja gerade hier alles so gut vor Augen. Die Mitte der Augen des Sturms 7, 8 und 9 kann sich jetzt in zufälligen Richtungen verlagern, anstatt einfach kleiner zu werden. Während sich der Sturm zusammenzieht, bewegt sich das Auge zur neuen Position. Das heißt, sagen wir, in Tilted ist der Kreis. Und dann könnte der sich reintutsch auf einmal nach Tomato Town verschieben. Das ist ja mega geil. In den zeitlich begrenzten Modi 50 gegen 50 und 20er Teams erhaltet ihr jetzt bis zu 3x pro Match EP für das Wiederbeleben von Teammitgliedern. Das ist ja mega geil. Das Fadenkreuz verblasst jetzt leicht, wenn ihr nachladet, keine Munition mehr habt oder Waffen wechselt. Ja, okay, das ist jetzt nicht so eine krasse Neuerung. Die Spielerkamera kann jetzt aus dem Wasser sehen, wenn ihr durch Seen läuft. Okay. Das Auslösen von Emotes unterbricht jetzt das Sprinten. Hey, das war eigentlich schon die ganze Zeit so. Okay. Zum Boden gegangene Spieler nehmen einen kleinen Kollisionsbereich ein. Bisher hatte der Kollisionsbereich die Größe eines stehenden Charakters, wodurch zu Boden gegangene Spieler nicht unter Türen durchkriechen konnten. Außerdem konnten sie in manchen Fällen das Bauen blockieren. Entschuldigung. Gedruckte Spieler, die zu Bauen gehen. Alter, Mann. Ich kann schon wieder heute nicht lesen. Gedruckte Spieler, die zu Boden gehen, sind nach der Wiederbelebung wieder geduckt. Das ist geil. Aber ja, Leute, ich wollte euch nur so ein bisschen darauf anregen. Hier gibt es noch so viel mehr bezüglich Waffen und sonst was. Das ist ein riesen Update, was sie raushauen. Zum Beispiel bei Schrotflinten wird jetzt über das Fadenkreuz angezeigt, wie viel Schrottkugeln getroffen haben. Aber, hier sind noch so viel mehr. Ich klatsche euch auf jeden Fall mal den Link unten in die Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Also, es ist mega nice. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zu Season 5 ein bisschen anregen. Und ja, ich entschuldige mich für meine, keine Ahnung wie viel Sprachfehler. Ich bin halt so. Lasst ein Abo da oder lasst bleiben. Auf jeden Fall Like da lassen. Haut rein. Bis zu Season 5 und ciao.